Servus miteinander. Ja, ich habe letzte Nacht nicht wirklich gut geschlafen, denn ich bin schon ziemlich aufgeregt, weil es geht endlich seit längerer Zeit mal wieder auf eine mehrtägige Paddeltour. Und es ist jetzt nicht irgendwo eine Paddeltour, sondern es ist eine richtige Expedition, die wo ich schon seit 2 Jahren geplant habe. Ich fahre jetzt gerade nach Veitkirch, das ist Grenzgebiet Österreich-Schweiz. Da sammle ich an Steve und dann werden wir euch noch mal mehr verzeihen. Ein Sauwetter hier. Hoffentlich wird es in Italien besser. Jetzt sind Steve auch mit dabei und was haben wir den nächsten Tag vor? Wir wollen am Tanaro paddeln. Der Tanaro, der ist der größte rechte Nebenfluss vom Po, der ist ungefähr 280 Kilometer lang und wir wollen 155 auf dem Fluss zurücklegen. Es wäre auch recht spannend, was uns da erwartet, denn abgesehen vom alten DKV-Führer gibt es da wirklich keinerlei Informationen. Das heißt, wir haben uns wirklich alles selber bei Google Maps zusammengeglaubt. Und auch die Pegelstände, es wird wirklich spannend, was da auf uns zukommt. Da bin ich auch schon gespannt. Ja. Bei dem Pegelstand, da hast du schon fast wissenschaftliche Abhandlungen geschrieben. Also, da hast du schon ein eigenes Paper rausgegeben über den Pegelstand. Oder? Das stimmt, ja, das stimmt. Den darf man gar nicht essen, geht ihm was. Nein, der muss bis ans Ende wieder in Szene gesetzt werden. Ich kann mir gar nicht entgegen. Ich hoffe nicht, dass ich das richtig wieder bei Google eingegangen bin. 4 Minuten, das kann nicht mehr leid sein. Ja. Vielleicht kommen wir jetzt hier irgendwie so zu einer Feigenplantage, oder? Ja. Sonst müssen wir den da fahren. Ich meine, das hätte sich jetzt schon rentiert, 700 Kilometer da herfahren. Ja. Das war halt auch, ich meine, das gehört eigentlich schon. Gehört schon einmal gefahren, wisst ihr nicht. Ja, machen wir eine Kilometrierung. Ja. Machen wir ein Wasserstandspaper. Genau. Dann laden wir da mal aus und dann genau. Stellst du das Auto auf den Parkplatz, den wir sie da gebucht haben. Ne? Perfekt, ja. Ideal. Ja, ich glaube, da vorne habe ich dann. Oh, mein Kühlrucksack muss ich noch beladen. Ja, das ist wichtig. Das war der Gau. Hätte ich vorher mal sehen. Das Bier auftaut. Oh ja, das ist schon taut. Das ist kanarisch. Schau hier, dass man die Dosen verbeult hat. Kann es aber nicht sein. Aber ist schon noch hauptsächlich Eis. Attenzione! Treno in transito al binario 4. Nochmal umsteigen? 2,5 Stunden fahren wir. Alter Fuchs! Ich hab schon gedacht, der fährt überhaupt nicht mehr los. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Firma A. Lodi. Secugnago. Casa Costantino. Da schon wieder einer an unserem Zeiger. Nein, auch nicht wirklich. Nein, ich glaube nicht. Dann schmeiße ich ihm gleich den Nasenstöpsel da ins Auge. Also dann cheers auf das gute Gratiswasser. Ja, das letzte gute Wasser auf der Tour. Jetzt gibt es nur noch aus dem Tanaro. Letzter Zug. Ja, da bin ich gespannt. Ja. Ich hätte in der Karte einzeichnen können, das wird ein gutes Gefühl. Mhm. Also diese holzigen Steine da, gell? Ja. Da
Es wird lustig. Ich habe ein wenig Respekt davor. Ja, oder? Muss man auch. Ja. Also der am Tiber, das ist auch so ein Stö, das ist nicht für möglich gehalten. Das ist ja scheiß Wald, das ist überhaupt nichts. Ne? Du fährst rein und das Ding frisst dich. Ja. Alter. Ja, das ist super, wenn ich kriegen. Ja, hat sich schon was gesammelt. Hey. Die kleine Fläche, gell? Wir haben jetzt unser Lager soweit abgebaut und werden jetzt dann gleich endlich einmal mit der Tour starten. Aber was noch ziemlich interessant ist, wenn man sich die ganzen Büsche da so anschaut, also wir sind ja sicher so 4 Meter über dem Wasserlevel und man sieht schon, die sind alle blattdruckt. Also ist wohl noch gar nicht so lange her, da ist da so eine richtige Hochwasserwelle durchgewalzt. Hammer! Echt der Wahnsinn, gell, wie Hammer, das ausschaut. Ja. Ganz schön ins Loch da drin. Ja. Es war ordentlich, ja. Ja, das war schon der erste Nervenkitzel da durch. Ja. Sie da durch die Bahn durch und drüber zum Schlängeln. Ja. Ist kurz der Puls nach oben geschossen. Nehme ich auch zum Dreieln gar nicht so einfach. Das glaube ich schon. Schauen wir, was da Wasser kommt. Ja, das ist der zweite Arm, wo vorher weg ist. Ja. Brutal, gell? Der hätte mehr gehabt als dem, wo wir gefahren sind. Lecker! Brutal, hey! Ah, das ist ein 2er auf jeden Fall. Auf jeden! Der Wahnsinn! Ah, da habe ich echt so ziemlich zum Kämpfen mit dem langen Viech. Das ist nicht der Einsatzbereich vom AIDA-Clubschiff. Nein, wirklich nicht. AIDA-Clubschiff fährt nur dort, wo du ausgetante Vorrennen hast. Das ist da nicht der Fall. Genau. Was tut denn da so? Ist da ein Stein drinnen, oder? Ja, da ist eine so eine riesige brechende Wellen. Ja. Aber wir müssen gehen, oder? Ich glaube schon. Wow! Wow, wow! Oh oh! Wow! Also das kommt mit 2 nicht mehr aus da. Nein.
Das sind echt Dreierstein hier drin. Leck mich am Arsch. Brutal. Was war denn das für ein Loch? Ich bin nicht mehr weggekommen davon. Das hat arg ausgeschaut, ja. Na, ich dachte, jetzt muss durch. Mir hat das Kleine nicht gefallen, ich bin gleich rechts oben. Alter, da ist der Puls noch oben. Ja. Ich hab mich schon auf Rettung eingestellt jetzt. War mein Fuß zieht schon richtig. Die Nahmaschine, gell? Oh. Ja, da haben wir jetzt gerade schon die erste richtig sportliche Stelle gehabt. Also, ja, der Fluss hat doch gut Wasser und es bauen sich immer wieder ganz schön kräftige Löcher auf. Und das eine, ich hab's ein bisschen spät gesehen und hab voll durch müssen. Hey, Wahnsinn. Also echt großartige, wahnsinnige Landschaft, die man hier hat. Ja. Keine Sau. Ja. Aber jetzt könnte ich mir vorstellen, wenn das Video kommt, dass da vielleicht echt jetzt Leute herfahren. Weil das ist schon geil. Das ist schon geil, ja. Brutal. So, da vorne haben wir jetzt so Reste von einer alten Eisenbahnbrücke und das kündigt jetzt das erste Wehr auf der Tour. Wenn wir Glück haben, können wir das vielleicht irgendwie links umfahren. Aber ja, wissen der wir es nicht. Wir schütten den Arm wieder zu. Das wird so sein, ja. Da wo wir jetzt links vorbei hinten, schütten die gerade das zu, das gibt's ja nicht. Ja, vorhin sieht man schon das Wehr. Du musst da halten. Ja. Nein! Nein! Ach du Scheiße. Voll jetzt selber noch mit dem Fies. Jawohl, das war eine Umtragung. Eine Umtragung, ja. Das Wasser haben wir nicht mehr. Nein. Also da, wenn es mehr ausleiten, kannst du scheißen gehen. Oh, das ist hier mehr. Wahnsinn. Brutal, hey. Ja. Da vorne sieht man jetzt die Reste von einer alten Brücke. Da muss wahrscheinlich irgendwann mal ein kräftiges Hochwasser durchgefahren sein. Die hat die dann gleich eingerissen, aufgebaut, haben sie es aber nicht mehr.
Ja, das nächste haben wir jetzt eben die Steinwurfwerke, das beim Schotterwerk. Eine Brücke muss noch kommen. Stimmt, eine Brücke ist noch dazwischen. 3,2. Genau. Das war eine Walzen! Ich bin voll rein in die Walzen, gell? Voll! Ja, bist, ja! Irgendwann, du warst da so ein bisschen rechts drauf vorbei, aber ich bin voll reingefahren. Ich hab halt erst links, dann war der Steve von rechts, voll ja rechts. Da hat es mich jetzt circa so geschreckt wie die bei dem ersten Ding. Ja, größtenteils ist der Fluss ja eigentlich recht ruhig, aber immer wieder am Ende von so Becken öfters, da gibt es wirklich ordentliche Schwelle und mit dem ganzen Lehm alles irgendwie, also da sind schon gescheite Lecher teilweise drin. Boah, aber da ist schon ganz schön kreislig, brutal. Ja, da vorne sieht man schon das Drache. Ja, wird eh gut sein, je schneller dass wir dort sind, umso schneller haben wir es hinter uns. Ja, da sind wir jetzt am Wehr bei Nazzole und das ist wirklich ein ziemlicher Scheißdreck. Also da über das Wehr selber, da kommst du eigentlich nicht drüber, das war viel zu gefährlich. Und rechts, da sind extreme Steilwind. Ich hab's gerade probiert, mit Mühe und Not kann das irgendwie runterklettern, aber das ist ein brutaler Aufwand. Und wenn es da irgendwie abstürzt oder so, das war nichts. Links geht der Kanal weg, da ist da fast keine Chance nicht. Und ja, über den Schlauch drüber kraxeln direkt, das ist uns jetzt auch viel zu gefährlich. Weil wenn du da irgendwie den schnell aufmachen oder so, dann bist du fort. Wir werden es jetzt auf so eine Plattform runterheben und da werden wir dann schauen, dass wir so schnell wie möglich wegkommen. Ich schau schon, wenn nervös auf Klappen. Ja, ja. Das ist ein komisches Poliereisen oder was das ist. Oh ja. Passt. Gut. Kommst du klar? Ja, ich komm klar. Dann schau ich, dass ich noch wegkomme. Ja, ich auch. Brutal, hey. Jawohl. Yes. Boah, bin heilfroh, hey, dass wir das haben. Leck. Mir ist die Düsen gegangen, hey. Ja, mir auch. Schaust du hoch, hey, denkst du einmal der Schlauch auf und feiern das. Die Umtragung hat nicht nur einen Haufen Nerven gekostet, sondern auch Material. Ich habe mir da gerade mal komplett die Trockenhosen aufgeschnitten. Ich meine auch. Und der Steve hat auch ein Loch in der Hose.
Deiner durch? Mhm. Deiner auch, oder? Ja, war richtig. Ich glaube, vom Olaf Heinz, beim Chinesen ist es auch nicht besser. Nein. Das taugt mir schon mal weit mehr wie gestern heute. Ja. Vom Wetter, gell? Ja. Ja. Viel freundlicher alles, gell? In der Regenherren brauche ich nicht mehr. Mhm. Ja, ein bisschen ein Biss haben sie noch. Ja, genau. Al dente. So, da haben wir jetzt den ersten echten Nebenfluss, die Stura di Demonte. Hat schon so viel Wasser, dass man es schön fahren kann. Da kann man einer fahren, das ist ja geil. So ein kleiner Hafen. Ja, Lehm mag ich besonders. Das Wehr schaut zum Glück nicht so schlimm aus wie das vorige, also das kann man auf jeden Fall umdrehen. Da durch den Urwald durch, das war ziemlich zart, aber da rechts an der Wehrkante, da ist ein kleines Stickel, das ist nicht überspült und da werden wir jetzt schauen, dass wir es runterdrehen. Und wir sind jetzt auf der rechten Wehrseite und da muss man schon wirklich gescheit aufpassen, dass man da nicht zu nah hinfährt, denn wenn man da in den Kanal oder in den Überlaufnetzung wird, dann ist es vorbei. Jawohl. Yes. Fischen muss da viel geben, ne? Ich glaube, da sind so viele Kameraden. Das ist ein Wahnsinn, gell? Riesige Kolonie da oben. Jetzt ziehen wir die nächste an. Da links schwimmt jetzt ein Nutria. Ich weiß nicht, wie der vom Spreewald da hergefunden hat. Der wird da auch nicht so oft Bootfahrer sehen. Nein. Aber es taugt dem. Können wir gleich auf den Griller hauen. Merci dir. Du fortgeschrittene. Ja. Da hat man die Hütten hochgeholt. Ja, da hat man dann was Lecker drin. Wahnsinn. Da ist jetzt nur so ein Schwall, den habe ich beschlossen, dass ich drehe dort, weil da sind Eisenteile drinnen. Da sieht man schön. Da ist nur so ein Eisen genau unter Wasser. Da siehst du überhaupt nicht hin. Und vielleicht liegt noch mehr Zeug drinnen. Also das ist schon ein gewaltiges Risiko.
Geil. Das war ein Schwall, hey. Leck mich am Arsch. Hey. Meine armen Nerven, ey. Ja. Ich hab schon wieder gedacht, da liegt irgendwas drin. Kommt auch so ein Ding nach der nächsten, du siehst nichts. Ja. Der Gassen durch. Also wir werden jetzt das erste da fahren. Bei der Brücke, da kommt dann eben nochmal was. Sollen wir da gleich aussteigen, oder? Ja. Da haben wir jetzt Glück, dass wir das Wehr bei der Brücke an und davon können. Es ist zwar wirklich nicht ohne, aber da sollte man schon durchkommen. Das ist das Arge, du siehst dann nichts. Da kann sich in irgendeiner Falte ein Walzen verstecken, du siehst das nicht. Oder da Eisendrähte. Alter, da waren schon wieder gewaltige Eisenteile drinnen in dem Ding. Ja, ich habe auch einmal so einen Flocker neben mir gehabt, da habe ich geschaut. Lehmhänge, wirklich der Wahnsinn. Keiner von uns hätte sich gedacht, dass der Fluss so schön ist. Indischer Curryreis. Die Leute sagen, ich friss nur Haribo. Was meinst du? Gibt doch nichts Besseres. Einen bayerischen Rotwein in Italien. Ja. Wäre wirklich nicht schlecht, oder? Oder leider nicht mehr sagen, was war, ich weiß nicht. Macht nix. Das ist, um Wein verstehen wir beide nichts. Bricht wieder der Wagen zusammen, weil das erste Mal. Genau.
Fuchs, das ist ein Loch da rechts, wenn du da reinkommst. Boah, den nimmt er voll mit, oder? Da habe ich alles mitgenommen, was gegangen ist. Ist da schon wieder zu warm gewesen, oder? Ja, mir war schon wieder zu warm. Das waren aber eh gescheite Löcher. Ja, brutal. Und das eine bin ich voll neu. Ich hab gesehen, ja. Da haben wir die Kisten wieder hochgefüllt. Aber ist schon wieder draußen alles. Lotanaro, zu Deutsch der Lehmfluss. Ja, ist ja wirklich so. Oder Jack the Ripper. Genau. Mit den ganzen Lehmrippen. Mit der Brücke erreichen wir jetzt Asti. Das ist eine recht große Stadt, hat 76.000 Einwohner. Und da werden wir jetzt links mal anlanden. Und einen Supermarkt aufsuchen. Müll nehme ich auch mit. Ja, genau. Das ist jetzt die Eisenbahnbrücke von Asti und da hat sich früher so ein Brückenwehr befunden, um das Fundament zu stützen. Und das Brückenwehr, das ist jetzt in den letzten Jahren umgebaut worden und da haben sie jetzt ein Wasserkraftwerk installiert. Den Roundhouse-Kick dagegen gemacht. Passt. Ja, wohl. Passt, passt schon. Gut, ich bin easier, yes. Ja, fort. Ja, aber hat er recht gehabt, über die Wand da drüber, das war eventuell auch gegangen. Ja, eben. Ah,
Also mit dem, was da hängt, da kannst du in Hobo ein Seil harzen. Das war was für ein Paddelwurf. Da braucht man nur ein bisschen mehr Wasser, weil so hoch kann ich nicht werfen. Achso, du hast gar nicht. Nein. Ja, das war stets schön gegangen. Also fürs 5-Sterne-Restaurant war das top, ja, gell? Das top, ja. Und haben wir dann einen gescheiten ausgesucht? Was haben wir denn? Puh. Irgendwas vor Alba? Ja, das ist der Alba, ja. Der ist mir ein Anliegen, ja. Dass man was Regionales nimmt. Deutlich säuerlicher wie dem, was wir ja den letzten Tag gehabt haben. Ja. Waren die bayerischen Weine schon besser? Ja, es säuert ein wenig da der Italiener. Ja, nichts bin ich immer mehr von daheim mit. Und der ist nicht so gut. Der ist handig. Ja. Schon, gell? Mhm. Na, die anderen zwei waren deutlich süffiger. Ja. Also die hätte ich saufen können. Darum habe ich auch einmal richtig schön weg gehabt am nächsten Tag. Ja. Die sind ja richtig wach. Gell? Das bleibt stimmig. Ja. Auf was sagt so die Sprache bei so viel? Ja. Delikatesse. Der Fluss hat jetzt echt schon schnell seinen Charakter geändert, gell? Gestern immer noch Zwarerstein drin und einiges Wildwasser und jetzt auf Asti nur noch Zusammenwasser. Ja, aber es ist trotzdem immer noch schön, wenn du schaust, da hast du jetzt rechts wieder so ein Steilufer. Ja, das stimmt. Im Hintergrund das Kraftwerk, was man sieht, das ist tatsächlich erst in den letzten paar Jahren entstanden. Wie ich die Tour geplant habe, da habe ich mir das alles in Satellitenbild angeschaut. Und 2013, da war hier wirklich noch gar nichts. Also da war der Tanaro komplett frei fließend. Man hat noch Kiesbänke und alles gesehen. Und 2016 haben sie dann dieses furchtbare Ding da schon hingeratzt gehabt. Ja, es ist, wie man so Sachen dann immer traurig, wenn ich das sehe, dass das wirklich auch in den letzten Jahren erst gebaut worden ist und dass da ja eigentlich noch nicht viel verstanden worden ist, was man da wirklich für einen ökologischen Schaden an dem Fluss anrichtet. Ich hoffe wirklich, dass sich das in der Zukunft ändern wird, weil wenn man so weitermacht, dann will ich gar nicht wissen, wie in 100 Jahren die ganzen Flüsse ausschauen. Do it! Genau so. Genau so steigen und wirft und dich um jetzt zu legen. Für die Spezialisten. Pass auf, jetzt zeige ich dir meinen eleganten Einstieg. Oh, ja, die halt das. Seht einer deinen Arsch. Wenn ich schon gleich mit der Party bin, ja. Ja, das habe ich wieder gebraucht. Steve hat gemeint, er muss einmal seine Hosen ein wenig trocknen. Der Arsch ist nass, da seit dem letzten Schwall. Er wird nie wieder trocken sein. Jetzt gerade haben wir wieder so ein Längerstickel, da ist wirklich
fast gar keine Strömung mehr. Zeltplätze da auch nichts mehr. Oh, es geht ganz gut. Ist ja gar nicht steil. Nein, das ist behindertengerecht. Warte. Boah, wie weit geht's denn da näher? Du hast ja da nichts um die Ecke zum Heben. Hätte ich vielleicht da rausgehen sollen, wo du rausgegangen bist. Der Steve hat jetzt mal kurz die Strömungsgeschwindigkeit getrackt auf 500 Meter und es waren 3,3 km/h. Also das ist mehr, wie was ausschaut, muss man sagen. Nein, ja, ist nicht schlecht. Man kommt aber noch vorwärts, auch wenn man nichts tut. Na, der Fluss ist jetzt wieder ziemlich träge geworden und ja, bis Alessandria werden wir es nicht mehr schaffen. Wir haben jetzt auf Google Maps nachgeschaut, hinter der Autobahnbrücke, da kommt jetzt dann nochmal eine kleine Insel oder was und da hoffen wir, dass wir dort zetteln können. Wir sind nämlich auch schon die Heimwehe. Ja, mit den Armwehe. Ich meine, du hast es ja noch ein bisschen besser mit deinem Steuer, aber ich muss das auch noch irgendwie alles mitschaufeln. Also, das ist halt schon anstrengend da. Ja, wenn du schaust bei der Autobahnbrücke, glaube ich, sind es dann 43 Kilometer oder was, was wir zurückgelegt haben. Ja, also die Insel steht vollkommen unter Wasser. Jetzt müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Boah, wenn du überhaupt rauskommst, nicht in dem Dreck da verschwindest. Ich schau mal schnell hoch. Nein, kannst vergessen, ist ein Fade. Kannst nicht zetteln. So, da sind wir jetzt am Ortsbeginn von Alessandria. Wir haben jetzt vorher auch keinen Zeltplatz mehr gefunden und darum haben wir auch so weit fahren müssen. Nach Alessandria schaut es jetzt dann wieder besser aus. Das Problem ist jetzt nur, dass hinter der dritten Brücke immer Wehr ist, das wo wir noch umtragen müssen. Und da werden wir jetzt einfach mal vorfahren und hoffen, dass das Umtragen dann da auch wirklich klappt. Die Geräusche gefallen mir nämlich überhaupt nicht. Nein, das hört sich wirklich grausam an. Und es ist ja brutal hoch, wenn du dir das anschaust. Also mit Fahren wird es nichts. Nein. Der ist komplett überspült. Man hat wirklich keine Chance, dass man da irgendwo durchtreilt oder irgendwas. Also es war saugfährlich, saugfährlich. Es ist leider auch alles eingedeicht, rechts und links. Wir müssen jetzt wieder zurückpaddeln und dann versuchen wir da irgendwo rauszukommen. Aber auch wo wir wieder reinkommen, das ist keine Ahnung. Da ist gleich schon länger keiner mehr ausgestiegen. Nein. Fahren jetzt voll durch die Brennnessel durch. Scheiße. Ja, ich habe nur schlechte Nachricht. Ich habe vorne, wo wir zuerst ausgestiegen sind, mein Handy liegen lassen. Ach, ja. Oh nein. Scheiße.
für unsere Umtragungen, ja. Ich glaube auch. Krass, wir sind jetzt echt 8 Leute. Es wird spannend, wo wir wieder nachkommen. Ich lege den Weg heute schon zum dritten Mal zurück. Da will ich mal auch. Der Lehmmann. Wir können nur in die Altstadt rein auf einen Cocktail. Ja, genau. Da stehen ja schon lauter Warnschüttel. Wir haben wahrscheinlich nur einen Kilometer umdrehen müssen oder zwei, oder? Oh. Oh. Jawohl. Ein Wahnsinn. Oh Mann. Guter Zustand, leichte Gebrauchsspuren. Etwas lettös. Etwas lehmig. Und da rechts mündet jetzt die Bormida. Das ist der größte rechte Nebenfluss vom Tanaro. Teischt das oder stinkt das ein wenig, das Wasser? Ja, das rieche ich auch. Schon, gell? Ja. Das riecht jetzt nicht unbedingt nach Ariel. Der nächste Steilhang. Sehr schön. Wahnsinn, ja. Ist nur mal ein Highlight. Ja. Aber die letzte Brücken. 5 Kilometer und dann haben wir es. Jetzt sind es wirklich nur noch wenige Meter. Jawohl! Jawohl! Das ist der Po! Yes! Wahnsinn! Der hat ganz schöne Strömung, oder? Ja. Ja, passt. Jawohl! Perfekt! Sehr geil! Sehr geil! Wir sind jetzt am Ende von unserer Reise angekommen und jetzt wollen wir noch mal ein kurzes Fazit ziehen. Also wir haben jetzt am Tanaro 155 Kilometer zurückgelegt und ja, er war landschaftlich wirklich immer wieder total schön. Also war schöner als was wir eigentlich erwartet haben. Also wir haben auf der Karte, schaut er eigentlich jetzt nicht so spektakulär aus, weil er nicht so riesige Kiesbänke hat wie jetzt Taliamento oder irgendwas, aber er hat so ganz markante Steilufer. So Lehmufer, die haben wir eigentlich so sonst nur auf keinen einzigen Fluss gesehen. Genau, ganz eigener Fluss. Also. Die war echt beeindruckend. Vor allem, wie das erste dahergekommen ist, haben wir sich gedacht, boah, jetzt kommt gleich die spektakulärste Stelle gleich auf die ersten 5 Kilometer und dann sind noch, weiß ich nicht, sicher 20 solche Ufer gekommen oder noch beeindruckendere. Genau. Also es war aber wirklich spektakulär. Ja, landschaftlich wirklich extrem schöner Fluss, immer wieder. Das Einzige, was halt wirklich sind die Umtragungen. Also da waren jetzt zwei dabei in Alessandria und
Nazone. Nazone, ja. Genau, die waren wirklich eine Katastrophe. Aber ansonsten wirklich ein genialer Fluss. Wir werden jetzt da vorne dann gleich anlanden und da hatschen wir dann noch in die nächste Ortschaft und fahren dann zurück zu unserem Auto nach Mailand. Damit sage ich danke fürs Zuschauen, schön, dass ihr auch mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Servus. Bitte.